Okay. Keiner tritt das ein. Ach ja, ich sollte ja das Ganondorf-Bild schicken. Okay. Ja, genau, bitte. Gut. Oh. Oh. Ich denke, in die falsche Richtung. Wahrscheinlich war das ein B-Reverse, ein Down-B-Reverse. Eigentlich. Ja. Momo hat es tatsächlich wieder geschafft. Top 12 kommt sehr nice. Da fragt man sich natürlich, wann das erste Mal Top 8. Und das könnte jetzt erreicht werden von ja, Momo oder Furion. Ja. Auf jeden Fall nach der dargebrachten Leistung, die Momo bis jetzt heute an den Tag gelegt hat, könnte man das auf jeden Fall denken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh! Okay, alles klar. Der Spike oben auf die Plattform mit drauf hat geschafft. Ja. Momo nach oben zu katapultieren und damit 3 Stocks für Furion und 2 nur noch für Momo. Furion hat da natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden, wer hier weiterkommt. Mhm. Oh. Ich sehe crispes Movement hier auf jeden Fall. Definitiv. Da hat jemand Ahnung von seinem Charakter. Mhm. Nice one. Okay, also ich sehe hier im Chat auf jeden Fall die Leute auch sehr gehypt für Momo, wollen, dass Momo weiterkommt. Team Momo Ultras. Mhm. Oh. Ich muss echt sagen, die Kamera, die Playercam, was für eine Quali. Die ist echt sick, ne? Also geile Nummer. Okay, also Momo schafft es stockmäßig auszugleichen, hat ja aber prozent-wise immer noch einiges vor sich. Und Furion macht das auch gut mit dem Projektil. Oh, what? Was war das für ein Psyche? Ah, jawohl. Ab er. Byleth ist auch ein cooler Char. Auch wenn ich an sich nicht davon gehypt bin, dass noch ein Fire Emblem Char drin ist. Es war halt, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen zu mimig, dass die da so viele reinpacken. Total. Aber das Moveset, also es macht schon Spaß. Das Moveset, wow! Oh, ja, Shield Break! Ja. Und boom! Da kommt der Hammer. Kann man machen, ja. Ja, das ist stylisch. So kann man auf jeden Fall das erste Set auf jeden Fall beenden, ne? Ja, 1-0 ist immer noch Best of 3. Das wird hier jetzt das letzte Set, was wir hier sehen, das Best of 3 ist. Mhm. Danach geht es mit Best of 5 los, Top 8. Ja, Benjo Top 8 könnte sein. Könnte sein, aber da ist noch ein Furion ist danach zwischen Benjo und Top 8. Oh, da steht schon Top 8. Ups. Nee, ist noch Top 12. Ist Top 12 Losers tatsächlich. Deswegen ist auch noch Best of 3. Upsi dupsi. Ja, da ist die Technik aber schnell, die kriegt das wieder weg. Mhm. Oh! What? Da wird gedankt. Das war Low Percentage. Aber richtig schön. Ja, ist der bestimmt der stärkste Spike im Game. Der ist sehr, sehr stark. Also Byleth mit diesem Hammer da, Dreadnought oder wie der heißt, komplett insane. Ja, aber das letzte Fire Emblem, das vorletzte Fire Emblem war auf jeden Fall sehr gut. Das letzte habe ich mir auch geholt, dann habe ich mir in die Kiste gesteckt, das Spiel, habe ich es vergessen. Aber komplett vergessen, ein halbes Jahr lang oder so, letztes wieder gefunden. Und auch direkt wieder angezockt, ja? Nee, keine Zeit leider, ich habe einfach keine Zeit. Ja. Ich hab Metroid Prime Remastered angezockt, aber auch mit ersten Endgegner jetzt. Okay. Und der erste Gegner, kennt ihn jemand von Metroid Prime Remastered? Kennt man auch aus Smash tatsächlich. Aus Fregatto Orpheon. Nee, das ist dieses Vieh von Fregatto Orpheon, was da im Hintergrund so. Ach, das. Mhm. Okay. Noch ist das Ganze nicht beendet. Oh. Vor allem, wenn Momo anfängt mit diesen Kombos und wenn die clean sind erstmal, ne? No way. Oh, oh mein Gott. Diese ganze Shield Breaks. Boom. Oh nein.
Also nochmal eine Chance für Momo. Und Momo hier ist eigentlich auch noch mit den Prozenten so, dass er es auf jeden Fall schaffen könnte, jetzt noch zwei Stocks von Therion rauszunehmen. Also Therion provoziert auch ganz, ganz geschickt. Oh mein Gott! Alter! Ey, wenn Therion so weiterspielt, dann gewinnt er nochmal gegen, gegen SDN. Dann wird es das Fire Emblem Matchup nachher. Alter. Ja, manchmal.